Ja, hat schon einige. Also es gibt ja auch diese imperialischen Turnierregeln, also mit scharfen Waffen und allerlei. Also das war schon kein friedfertiger Kaiser. Ja, und seitdem müssen wir uns irgendwas über unsere Waffen ziehen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Einfach eine gute, starke Rüstung nehmen und dann hackt man sich die Seele aus dem Leib. Bis man nicht mehr kann. So werden Drachentöter geschmiedet. Wo man gerade davon redet, ist das dieser Abelmir. Ja, ich habe nichts dafür euch herbeigeholt. Abelmir, also der Hochkönig der Zwerge. Hochkönig, das ist einer der Ich Drachentöter. verbeuge mich tief. Ehrwürdiges Federchen? Es Oh ist mir mein eine Gott, Ehre. ich habe keine Lust auf sowas. Trink erstmal ein Bier. Greif im Mund, nimm dir auch eins, sonst raste ich ja aus. Warum nicht? Ja. Nun gut. Aber mir zum Wohl. Zum So, Wohl. Abel, mir versucht das nochmal. Albrax? Ist dies richtig? Ich bin Albrax, richtig. Ich bin erleichtert. Ich wollte euch nicht verärgern. Es tut mir leid. Auf eure Gesundheit und auf Ingerim. Ich will dich nicht verärgern, heißt das. Und das heißt Angrosch. Trink Auf Angrosch. das Bier jetzt aus und nimm dir nächstes. Ja, dann trinke ich einen Schluck vom Bier. Hervorragend. Zwergisches Bräu? Ömer. Hast du deinen Leuten Ja. keine Manieren beigebracht? Nicht die Zwergischen bisher, nicht die Zwergischen. Ignar hat dich so gelobt, dass du mit ihm und Torgosch durch dick und dünn gegangen bist, dass Ja, du einen aber. Drachen gemeinsam mit ihm getötet hast, auch Ja, aber wenn du ich fand feige sie hinter auch. einem Bäumchen saßt. Aber du musst doch deinen Leuten beibringen, wie man mit einem Hochkönig redet. Das habe ich wohl etwas verpasst. Bei den Mensch. zwergischen Lehrstunden sind die Hurasier mehr sehr eigen und naja, er hat ja auch immer gesagt, dass das Fingerwedler sind, die ganzen Magier, und dass sie sowieso alle deswegen komisch sind. Wenigstens Rafim konnte mit uns reden. Der ist jetzt gerade gegangen. Scheiß alles. Aber mir. Ach komm, ich zeig dir, wie das geht. Ich nehme ihm den Kelcher. Und dann trinke ich den in einen Zug aus. Ah, Ach, vollständig. gutes Zeug. Seht ihr? Könnte einen Schluck Hammerschlag vertragen. Seht ihr, ich Ja, könnte auch ihr gerne macht mal mir jetzt trinken. alle erstmal eine Zechenprobe. Das ist das Erste, was ich jetzt von euch haben will. Kein Problem. Ich auch, weil ich hätte mein Bier schon leer getrunken, das Ja, wäre angebrochen du kannst werden auch würde. nachträglich nochmal eins machen. Starkes Getränk. Etwas. Diejenigen, die es nicht geschafft haben, haben jetzt eine Erschwernis von 1 auf alles. Dann setze ich Glück an und meine Brote wiederholen. Hab ich mir gedacht. Dafür hat er Glück. Zweimal. Karinor, aber über das ich euch hier nochmal sehe, das ihr müsst Glück. mir helfen. Ja, wobei. Gehen wir noch ein, zwei Schritt, ja? Natürlich. Das Fräulein Sirrenstein scheint sehr verstimmt zu sein. Ich bin mir nicht sicher, wieso. Ist das so? Dem ist so. Oh, ich liege viel an ihm. Es ist der unteren Gefälligkeit angemessen. Verstehe. Nun, frischt mein Gedächtnis ein wenig auf. Was muss ich über sie wissen? Nun, sie ist ein Akolyt in der Rondra. Und was müsst ihr eigentlich mehr wissen? Nun, stimmt auch wieder. Also gut. Leisten wir der Dame einmal ein wenig Gesellschaft. Und Sie scheint vielleicht auch kann ich einen auch ein, gewissen zwei Narren an gute Sachen unserem. über euch sagen, Kapitän. Sie scheint auch einen gewissen Narren an unserem Magier gefressen zu haben, aber da kann ich wohl wenig dran tun. Schließlich ist ja Landfriede. An unsere Magie? Ich werfe einen skeptischen Blick zu Abelmir. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Ja, der Platz jetzt hier draußen auf dem Garten leert sich immer weiter, immer mehr verziehen sich nach drinnen. Ja, weil die Einlasskontrolle geht jetzt wohl ein bisschen schneller, beziehungsweise hat dann natürlich auch in der Zeit stattgefunden, als ihr euch hier unterhalten habt.
Satatio Mortis ist bereits auch nach drinnen gezogen. Es gibt auf der Bühne, auf der sie eben noch standen, aktuell noch ein paar pyrotechnische, Künstler, die jetzt Feuer spucken. Daneben stehen noch ein paar Kinder, die jetzt aus der Dienerschaft hervorgetreten sind und ein paar Verse vortragen, höflich beklatscht werden und wie gesagt, es orientiert sich jetzt so langsam alles nach drinnen. Wobei Trondvik von Bregelsaum steht immer noch mit Bruder Stygomar neben einem der Beete, unterhält sich da immer noch Alara Palligan und Selindian Hall interessiert das aber überhaupt nicht. Und auch bei Bruder Stygomar könnt ihr erkennen, dass er mittlerweile wenig von Trondviks kräuterkundiger Art angetan ist und sich vielleicht mal für Pflanzen interessiert, aber nicht mit so einer Hesinde-Gefälligkeit, wie das Trondvik tut. Währenddessen taucht Rafim wieder auf und hockt sich so ein bisschen ab, wenn er dann neben euch wieder steht. Habt ihr noch so ein Bier? Rafim, endlich bist du wieder hier. Hier, nimm noch eins. Ja, wir stehen doch nicht ohne Grund direkt neben dem Bierzelt. Ja, ich habe mir die Umgebung angeschaut. Sieht alles gut aus. Verdammt, wir nicht alle ein Fahner hier. Was soll denn das? Sind wir nicht eingeladen worden? Egal. Ja, geht's jetzt nach drin? Es sieht tatsächlich so aus, als ob jetzt sich alle Leute nach drin bewegen. Vielleicht sollten wir uns denen anschließen. Wir wollen ja nicht die Kaiserin warten lassen. Das klingt tatsächlich sehr an einer sehr schlechten Idee. Sie ist doch gar keine Kaiserin. Sie ist doch nur irgendwie Regentin oder sowas. Ja, stimmt, ja. So ein Umzug. Macht das einen Unterschied? Ja. Für die Etikette, ja. Der kleine Hal ist irgendwie verschwunden und seitdem traut sich keiner mehr den Titel anzunehmen, weil er ja nicht offiziell tot ist. So ein Umzug. Wo ist er denn hin? Weg. Oder einfach weg? Oh, einfach weg. Ist verloren gegangen. Ich hab den nie kennengelernt. Sein Vater Reto war noch ein ganzer Mann. Passt ihr hier nicht auf eure Kaiser auf oder wie verschwinden die einem auf einem Fach? Ja, sag ich ja auch. Ein Hochkönig ist noch nie einfach so verschwunden. Stimmt, laxe Sicherheitsmaßnahmen. So, aber vielleicht können wir. Der Hochkönig schafft bestimmt alleine ein Fass. Igna, du trägst auch ein Fass. Ich trage ein Fass rein, dann haben wir immer ein 3-Fass. Gute Idee, nehmen wir jeder ein Fass und ziehen nach drinnen um. Richtig, sehr gut. Naja, wohl. Zwei Zwerge und ich. Ich nehme 2 Fässer, sicherheitshalber. Wir sollten vorsichtig sein. Okay. Hier immer, du siehst nicht so kräftig aus. Halt mal meinen Karfunkelspalter. Ja. Was für ein Ding? Drückt dir so eine richtig schwere Axt in die Hand. An seinem Gürtel hängt wohl auch noch sowas wie ein Hammer und er drückt dir jetzt seine königliche Axt in die Hand. Während er dann in Richtung des Bierzeltes geht, da kurz einmal diskutiert und dann kommt er gemeinsam mit Igna mit 2 Fässern Bier wieder nach draußen und kurze Diskussion später hat dann auch Rafim 2 Fässer Bier auf der Schulter. Ja, immer schaut sich die Axt an, währenddessen in den Zwerg lang hinterher trottet. Mal schauen, was es für eine schöne Axt ist, die da ein Zwergenkönig besitzt. Ja, sie ist herausragend geschmiedet, das, was eben nur Zwerge können. Zu zeremoniellen Anlässen, wie gesagt, den Hammer Malmrock, der neben ihm am Gürtel hängt, aber in deinen Händen jetzt der Feldspalter bzw. Karfunkelspalter Korgrim, auch mit Runen eingemeißelt bzw. eben auch eingraviert, sind wohl verschiedene Einlegearbeiten. Die Axt, du schätzt sie wohl zusammen mit den Rubinen, mit den Edelsteinen. Die sind natürlich so eingearbeitet, dass sie da nicht behindern, nicht stören. Du würdest so sagen, ganz grob 10.000 Dukaten oder so, was du da in den Hand hältst. Jetzt alleine der Material- und der Schmiedewert, unabhängig jetzt davon, dass es ja die Axt von einem Hochkönig ist. Ja. Doch sehr begeisterungswürdig schaut man sich die Axt an und wie gesagt, dackelt dem Zwerg hinterher. Ja. Und ist sehr begeistert davon, dass man mal seine Axt halten darf. Ja, so werdet ihr am Eingang noch einmal höflich darauf hingewiesen. Das ist keine Ermahnung. Es ist nur ein
ja, netter Hinweis zur eigenen Sicherheit, man möge sich doch bitte in den Räumen aufhalten vom Bankettsaal, das ist der im Erdgeschoss, und später darf man dann das erste Obergeschoss betreten, da wo dann diniert wird. Wenn eine Tür geschlossen ist, sollte man sie nicht versuchen zu öffnen, das könnte ungesund werden. Das ist der Hinweis der Palastwache. Natürlich könnt ihr hier dann eben auch weitere Wimpel sehen, Schilde, die aufgestellt worden sind, auch eure eigenen könnt ihr erkennen, aber natürlich auch viele aus dem Hause Gareth, natürlich die Götterwappen, die hier groß aufgestellt sind, und der ganze Bankettsaal wurde festlich geschmückt. Ganz hinten könnt ihr dann natürlich auch noch den Greifenthron erblicken, wenn es dann der Greifenthron ist. Wirklich viel Information darüber habt ihr nicht, aber es ist zumindest ein Thron. Und der soll hier wohl zumindest mal gestanden haben. Ja, sind natürlich jetzt auch dann die restlichen vom Hofe hier, diejenigen, die schon drin waren. Auf den ersten Blick könnt ihr natürlich dann eben auch Emani Benahin erkennen, die ihr schon heute Morgen gesehen hattet. Immer noch der müde Blick. Neben ihr Rondrasir Löwenbrand von Arivor und die erste Hofmagier Rakala von Horsen Rabenmund. Den zweiten Hofmagier Melvin Störrebrand könnt ihr nicht entdecken. Storko von Gareth läuft herum. Rondrigan Paligan unterhält sich gerade mit Rohaya. Ihr könnt natürlich auch Leoma erkennen. All diejenigen Turnierteilnehmer, die draußen noch nicht standen. Und natürlich dann auch Danos von Luring. All diejenigen, die ihr schon kennengelernt habt oder eben noch kennenlernen werdet. Alban von Unterallertissen ist da, Thorne Isinger. Gut. Es gibt auf der rechten einen kleinen, naja, wenn einen der kleine Hunger überfällt, dann kann man hier einen überbordenden Kuchentisch erkennen mit aufwendigem Arrangement, ein Buffet mit frischen Bratenstücken, duftendem Fisch und Nüssen. Es gibt bunt gestreifte Gareta Zuckerbonbons, die natürlich die Hände dann unglaublich klebrig machen. Es gibt dazu noch ein paar Handschuhe, die ausliegen, damit man da sich die eben überzieht, falls man keine eigenen hat. Weine, Brandweine, also jetzt auch der harte Alkohol, in allen erdenklichen Arten. Auch hier verschiedene Bühnen, wo ja die ersten Tänze gespielt werden. Wie gesagt, es hat alles ein bisschen gedauert. Ihr wart sowieso schon zu spät, also eine höfliche Verspätung, aber nichtsdestotrotz gibt es schon die ersten paar Tänze. Ein Kammerensemble, was hier aufspielt, wechselt dann auch das ein oder andere Mal in der Folge. Reigentänze, Pavane, also Abelmir wird sich hier wie zu Hause fühlen. Einfache Formationen bis zu höllischweren Wadenbrechern, die hier gespielt werden. Und ja, wer sich hier nicht bewusst in eine Unterhaltung flüchtet, der könnte gefordert werden. Diesmal allerdings nicht zum Schwertkampf, sondern zum Tanzen. Kann ich das zum Schwertkampf ableiten? Nein. Ja, ich würde erstmal mir ein Glas Wein, einen dünnen Kelch besorgen, mit verdünntem Wein, um die allerschlimmsten Auswirkungen dieses Zwergengebräus zu minimieren und dann mich auf große Runden begeben. Also wahrscheinlich zuerst bei Trondvik von Bregelsau, meinem ehemaligen Lehnsherr und Geldgeber wahrscheinlich. Der hat sich natürlich besonders viel Zeit gelassen, hat auch wohl noch ein paar er ist von draußen aus dem Garten ist er reingekommen und anstatt dass er dann sich erstmal etwas zu trinken holt, ist er gleich erstmal zu einem der Beete gegangen, die auch hier im Inneren angelegt sind, und kümmert sich hier wohl gerade um eine sehr gelbe, hübsche Blume. Müsste man sich jetzt überlegen, ob man den Smalltalk gleich auf diese Blume, auf das Kraut richten könnte. Das ist natürlich dann auch eine besonders gute Art und Weise, wie man dann etikettiert ein Gespräch beginnt. Das Problem, ich habe keine Ahnung von der Pflanzen. Ja. Aber ich sage einfach, euer Erlaucht. Eine wunderschöne Chrysantheme, richtig? Eine goldgesprenkelte Swingenblume. Freund Jamorenas, was tut ihr denn hier? Ach, die Umstände, euer Erlaucht.
Habt ihr gesehen? Ich habe tatsächlich aus dem Orkenland habe ich mir etwas importieren lassen. Schaut doch mal hier. Grau gesprenkelt. Interessant. Welche Gattung, wenn ich fragen darf? Aus der ungastlichen Hochebene. Er nennt ihr einen Namen. Interessant. Woher immer dieser Pflanzen kommt. Und seht euch diesen Fruchtstängel an. Ich plapper unten Blödsinn wahrscheinlich. Ja, okay, würfel. Ich will jetzt Pflanzenkunde von dir haben. Ich habe damit keine Pflanzen. Was kann ich ableiten? Alchemie könntest du ableiten, weil er wird halt sofort merken, wenn du Blödsinn plapperst. Also plus 10 halt. Das wird bestimmt gut. Nein. Ja, er merkt das. Gut, du bist beschäftigt mit Trondvik von Bregelsaum, dem Auftraggeber, der dich damals gebeten hat, die Kameraden aus dem Gefängnis zu holen, weil sie seine Tochter eigentlich hätten retten können. Was tut Isarun? Isarun geht auf Alvan von Unteralathessen zu. Sehr schön. Ja, du kannst erkennen, er unterhält sich wohl gerade mit Barnhelm von Rabenmund und bricht dann natürlich auch das Gespräch für dich ab, auch wenn du dich ganz so hoch situiert bist wie Barnhelm selber. Er verbeugt sich da wohl einmal und geht auf ein paar Meter Entfernung. Oh, ich freue mich, dass ihr gleich zu mir gekommen seid. Wollen wir aber natürlich, guten Abend. Gerne, ja? Jetzt sofort oder möchtet ihr euch erst noch unterhalten? Nein, ich habe mich von dem Grafen verabschiedet und von dem Markvogt verabschiedet und nun, ich bin gerne auf ein Tänzchen bereit. Ich habe mich bereits den ganzen Abend darauf gefreut, auch wenn ich habe noch ein paar Blessuren vom Kampf gegen euren ritterlichen Begleiter. Ja, Tatsache, diesen Kampf habe ich sogar gesehen. Ein guter Kampf. Ja, ich muss auch sagen, er hat sehr, sehr ritterlich gekämpft. Und achso, ihr meintet mich? Habe ich gut gekämpft, oder? Natürlich, euch beide. Ja, vielen Dank. Wie seid ihr eigentlich mit ihm verblieben? Ich habe den Kampf gewonnen. Leider konnte ich das dadurch... Das habe ich natürlich gesehen. Meine Frage war eher darauf gezielt, dass ihr oft mit ihm herumreist, so die Geschichten zumindest. Ja, ein wenig. Also, wir waren ja in den Drachensteinen und mit einigen anderen der geladenen Gäste und haben dort gemeinsam einen Drachen besiegt. Ja, wie gesagt, man hört ja einige Geschichten über eure Heldentaten und dadurch, dass ihr auch jetzt hier auf diesem Turnier viel miteinander zu tun habt, war ich einfach verunsichert. Aber wo denn? Ach nein. Es ist ein guter Ritter, ja? Keine Frage. Ja, das habe ich doch festgestellt. Wie ist denn euer dritter Kampf gelaufen? Den habe ich leider nicht mitbekommen. Ich habe leider verloren. Ich hätte vielleicht, nun ja, den Herrn Greifenmund, den Herrn Fenrich nicht fordern sollen, aber ich wollte mich messen und auch eure Ehre verteidigen und nun, wenn ich dann ausscheide, ich bin wie gesagt kein allzu bewanderter Fechter, aber wohl ein versierter Tänzer. Das wollen wir doch gleich einmal auf die Probe stellen. Also gut, 1, 2, 3 und jetzt kommt der Takt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, einmal bitte die Tanzenprobe von dir. Schaukel, Schaukel, Schaukel. 1, 2, 3. Mit dem rechten Fuß zuerst. Nein, Moment. Ich fange mit dem rechten an. Ihr müsst mit dem linken nach hinten links treten. Ja. Jetzt aber nur zwei Schritte. Nicht nur. Ja, okay, einen Moment. 1, 2, 3. Er fällt wieder zurück in so einen Wiegeschritt und du kannst dich dann nach ungefähr zwei Umdrehungen hört er dann mal wieder auf und bleibt dann auf der Stelle und schaukelt dann wieder hin und zurück, sodass du dich dann ein bisschen erholen kannst. Du merkst, er ist ein begnadeter Tänzer und er kann das wohl. Er riecht auch ziemlich gut, musst du sagen. Jetzt, wenn ihr so sehr dicht beieinander steht, er ist schon ganz ansehnlich. Er ist jetzt nicht herausragend aussehen, er kann sich nicht ganz mit Geras messen, aber er ist schon, ja, wenn man ihm so dicht steht und jetzt mit diesem, gut, du hast auch ein bisschen Duft aufgelegt, aber ja. Also,
ich weiß, es ist schwer, dabei den Takt zu halten, aber ich führe euch ja. Wir können uns gerne während des Tanzens auch noch etwas unterhalten. Was führt euch die nächsten 1, 2, 3, die nächsten Schritte, die ihr euch jetzt plagen? Ich habe gehört, dass es demnächst einige Bewegungen Richtung Norden gibt. Werdet ihr uns begleiten? Ja, vermutlich, wenn das gewünscht ist, mit Sicherheit. Jetzt aber müssen wir uns natürlich auf das Turnier konzentrieren. Und tatsächlich planen wir noch unsere eigene Drachentöter-Gala. Oh, eine weitere Gala. Ja. Wieder mit Tanz und Musik, sehr schön. Sicher, ja, und sogar einem Theaterstück. Ein Theaterstück? Nun, das werden wir hier wohl, glaube ich, nicht bekommen. Sonst irgendwelche Punkte, die sich von diesem Hofball unterscheiden? Ich glaube, der ein oder andere möchte auch in den nächsten paar Tagen ebenso eine kleine Benefizgala veranstalten. Ich weiß nicht zu welchem Zweck, aber natürlich, wenn alle hier versammelt sind, dann möchte man natürlich etwas von seinem Pomp und Prunk teilen. Das ist wohl wahr. Wir planen tatsächlich, den tobrischen Flüchtlingen damit zu helfen. Oh, sehr edel. Wir haben bestimmte Vereinbarungen getroffen, dass eine Suppenküche eingerichtet werden soll. Ich glaube, ich hatte Herrn Prinzherzog Gundwind schon davon sprechen hören. Irgendwas, was er mit Magister Abe mir besprochen hatte, oder? Ja, Adeptus. Adeptus, ja. Wenn ich denn kommen darf, bin ich natürlich gerne bereit, meine Expertise in den Raum zu stellen, wenn ihr denn mögt. Sehr gerne. Von welcher Expertise sprecht ihr denn? Tanz, Vibe, Wein und Gesang. Wobei, auf das Vibe würde ich verzichten. Ich bin ja aktuell an euch im Rahmen dieses Turniers gebunden. Und gerne darüber hinaus. 1, 2, 3. Selbstverständlich. Ihr seid gerne willkommen. Die Einladung folgt. Ja. Du siehst wohl, wie er ein bisschen verdattert ist. Hat wohl mit dieser Antwort nicht gerechnet. Hast du sie denn verstanden, was er meinte? Ich denke doch, aber ich muss ja nicht drauf eingehen. Okay, diplomatisch ausweichend geantwortet. Du merkst, wie er kurz davon verwirrt ist. Ja, aber er tanzt weiter. Wir machen weiter mit Kiaras. Ja, ich wollte ja die gute Rondra-Novizin Leonida einmal aufsuchen. Jalan hat er so gebettelt. Mhm. Die hat mich betteln nennen? Ich schon. Jalan hatte noch nie eine Ahnung, wie man mit Frauen richtig spricht. Ja, dann kannst du mit Jalan gemeinsam zu der Rondra-Novizin gehen. Ah, euer Ehren, da seid ihr ja. Ich musste nur gerade meinen guten Freund Karino hier von unserem Gespräch mit dem Hochkönig der Zwerge fortholen. Oh, sehr erfreut. Sie gibt Kiaras die Hand zum Kuss. Also, ja, damit du ihr... Selbstverständlich nehme ich sie entgegen und gebe ihr einen Kuss auf den Handrücken. Es ist ganz meine Freude. Doch erlaubt mir, mich vorzustellen. Kiaras Karino, ihr Lehre der Leidenschaft. Ihr seht bezaubernd aus, wenn ich das so sagen darf. Oh, vielen Dank. Herr Greifenmund, würdet ihr mir vielleicht und Herrn Karino etwas zu trinken holen? Ich dachte doch viel eher daran, wenn wir nun schon einmal hier sind, dass ich euch erst einmal zu einem Tanz auffordern müsste. Aber ich rede doch gerade mit dem geweihten Karino. Oh, ein Tanz wäre sehr, sehr Raya gefällig. Ihr würdet mir damit eine äußerste Freude machen, wenn ihr mit ihm tanzt. Nicht mit euch? Ja. Selbstverständlich werde ich danach auch mit euch tanzen. Also gut. Dann zeigt doch mal, was ihr könnt. Ja. Dann wird sie auf die Tanzfläche geleitet. Irgendwo dahin, wo man den Unterallertissen gut sehen kann. Okay. Du merkst, wie er sich gerade mit seiner Hüfte an Isarun schmiegt. Könnte aber auch nur vom Winkel her sein. Vielleicht täuscht das und seine Kleidung ist ja ausfallend. Und dann wollen wir mal sehen, was Amelmege beigebracht hat.
links, 2, 3, nein, so rum. Das Problem ist gerade, dass es ein 1, 2, 3 auf rechts ist und nicht ein 1, 2, 3, 4 auf links. Du kannst dann aber sie so in den Hans hineindrehen, dass du ihr nicht auf die Füße trittst und sie nickt anerkennt. Also gut, dann haben wir jetzt wohl ein paar Minuten unter uns. Wollt ihr euch also bei mir entschuldigen? Sonst entsteht diese peinliche Stille, die niemand gern hat. Nun, bereitet mir noch ein sehr großes Leid, euer Ehren. Ich hoffe, dass ihr es mir vergeben könnt. Was denn? Wenn ihr euch entschuldigt, müsst ihr es ernst meinen und ihr wirst natürlich wissen, warum ich euch aktuell... Warum ihr bei mir in Ungnade gefallen seid? Dass ich wohl meine Pflichten dem... Verzeiht. Dem Wandstrahlern gegenüber in den Regeln dieses Turnieres vorangestellt hatte. Auch? Und? Und offensichtlich, dass ich wohl mich in das Werben des Herrn Unterallertissen eingemischt habe. So, so. Habt ihr das? Und wie mir später bewusst wurde, ja. Gut. Dann nehme ich diese Entschuldigung an. Hab Dank, euer Ehren. Nun, da sagt doch aber einmal, seid ihr eigentlich hier aus der Stadt oder werdet ihr nach dem Turnier wieder abreisen? Nein, ich bin hier zu Hofe geladen, solange ich ausgebildet werde vom Rondra-Tempel. Und so lange habe ich vor, in der Stadt zu bleiben. Rondra-Tempel, dann geht es wohl auch mit auf den Herzog, oder? Dazu wurde ich noch nicht informiert, was für ein Herzog. Ich habe zwar mitbekommen, dass es natürlich jetzt einige Soldaten in der Stadt gibt, die zum Kaiserturnier angereist sind, aber Herzog? Nun, das ist doch wohl allgemein bekannt, dass den Schwarzen Landen früher oder später Parolin geboten werden muss. Ja, aber meine Ausbildung ist doch noch nicht abgeschlossen. Und zumindest in Hobrien gab es viele Akoluten, die sich, und auch viele Novizen, die sich trotz dessen mutig an die Front gestellt haben. Das werde ich natürlich auch tun, wenn meine Zeit gekommen ist. Aber man muss doch ein Leben nicht sinnlos vergeuden. Ich habe keine Angst vor dem Tod und viele Rondrianer sehen es als ehrenvoll, in die Hallen von Rondra einzukehren. Aber auch Boron lehrt uns, dass jedes Leben eine Zeit hat, die es ablaufen sollte. Für manche ist diese Zeit nur einmal früher gekommen als für andere. Ist das ein Kompliment? Wollt ihr mir sagen, dass ich meine Rondra-Weihe bald erhalte? Ich denke doch wohl, wenn ihr euch so Rondra-gefällig verhaltet, wie ich euch halte, dass ihr eure Weihe schon bald erhalten werdet. Schließlich erwählt Rondra die Besten zuerst. Sie gibt dir einen Kuss.